Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, bei unserem Bock. Diesmal bin ich nicht eingebaut, das ist ja klasse, ne? So, wir starten. Pipipupu. Check. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier vernünftige Symptome einleiten. So. Im Grunde genommen waren wir da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren, liebe Freunde. Und das war hier irgendwie beim Schränke bauen. Aber die haben jetzt schon ganz schön viel hochgezogen. Ich hatte ja meinen Spind irgendwie da hingesetzt, aber da wurde irgendwie nichts gemacht. Ich mach den mal weg. Ja, das ist auch ein bisschen komisch mit den Ästen und so. Bin mir da ein bisschen unsicher hier wegen dem Baum. So, okay, erstmal gucken, was das hier jetzt ist. Das heißt sehr gut. Das ist schon mal mit System und Sortiment, sowas mag ich ja. Da sind Schlösser drin, gut so. Ich habe ja auch gesagt, wir sollten uns auf diese Burg vielleicht so konzentrieren, also auf eine Burg, ne? Weil wir haben ja drei oder vier sogar, ne? Vier haben wir sogar, Leute. Ja, und das wird irgendwann dann zu viel, ne? Deswegen würde ich die Sachen so ein bisschen mehr zusammenziehen. Dass man, ja, hier eine Base hat in der grünen Zone, hier eine Base und eine Kriegsburg irgendwo hier. Das haben wir auch. Also drei Basen quasi so. Wie ihr das für euch handhabt, ne? Müsst ihr selber wissen. Ich empfehle halt immer eine Safeburg und eine Kriegsburg quasi. Und dann lübt das. Ja gut, eigentlich müsste ich hier wirklich mir einen Schrank machen. Ne? Ich bin der Einzige, der hier noch keinen Schrank hat. Aber es fehlt ja auch immer eine Säge und der ganze Scheiß, ne? Ja. So, warte mal, du bist jetzt dran hier. Wenn ich den oben schneide, dann müsste das Holz ja oben liegen. Dann brauche ich nicht hochtragen, ne? Wir sind klar. So, dann mache ich mir doch hier einen Spind. Ja, mal gucken. Müsste jetzt ja hier oben liegen, oder? Ja, siehst du mal. Okay, dann baue ich heute mal endlich mal meinen Spind hier, Leute. So hat das sonst keinen Sinn. Ich kann ja nirgendwo was Fischen lagern, das heißt grottig. Ich könnte auch gleich den hier nehmen, ne? Aber ein bisschen größeres Regal hier. Ja, weil Spielzeit haben wir noch 3 Monate oder sowas. Jetzt mal gönnen wir uns. 11 Dinger da. Okay, dann wollen wir mal. Ja, wer es noch nicht wusste, das sieht ein bisschen komisch aus mit meiner Schrotflinte, die ist ein bisschen gebogen. Da hat sich wohl einer draufgesetzt und dann ist das Ding wohl umgebrochen. Aber, liebe Freunde, ihr seht es, die schießt trotzdem noch. Also nicht wundern, dass das da so hinten so komisch aussieht. Da der Stickel, der guckt dann nämlich immer beiseite da. Siehst du das? Kann ein anderer sich hinten raufsetzen? Bin ich wie ein Transportlama? Lol. Und. Ja, warte mal, ich glaube, was macht der jetzt hier? Hat er gerade. Das Haus zerstören, weißt du? Zerstöre Kabine. Ja, ja, einmal daneben geklickt, so, ne? So guckst gerade weg und dann machst du so, ja, und dann zersägt er das ganze Haus, Alter. Wohl, so. Früher konnte man die auch immer schon werfen, ne? Das haben sie jetzt alles abgestellt. Man kann einige Sachen nicht mehr werfen. Ist denn das jetzt rot, Alter? Achso, der hat schon alle. Und jetzt? Jetzt ist er. Ja, da ist ein Holzding. Ah, guck mal hier. Oh Mann. Ja. Alles immer ein bisschen komplizierter. Nimm's doch. Doppelklick geht auch nicht mehr bei Brettern. So. Noch einer.
Oh, wieso zeigt er mir den denn nicht an, Leute? Ich sehe das Brett dort da. Ego-Perspektive. In den Schrank rein und dann... Geht immer noch nicht. Legen wir uns mal hin. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Da komm ich dir auch, dass die hier rumkrabbeln. Also. Irgendwas ist ja immer, ne? Guck dir die Scheiße wieder an. Ey, Scoom-typisch, ey. Müssen wir mal von unten gucken. Lol, gucken die Füße durch, ey. Ich das Brett. Es ist aber auch wieder so eine Grütze hier, ne? Also unfassbar, Leute. Ihr seht selbst. Passiert euch sowas auch immer beim Bauen? Oh, zieht er sich nicht mehr hoch an der Tür? Oh, Leute, ey, Scoom wird immer schlimmer, ist das so. Wird immer schlimmer hier. Scheiß Bausystem, Mann. Aber das soll ja geändert werden. Mann. Allein, dass das da jetzt rot ist, nur weil da was drin ist. Und scheiß da drauf. Warum programmiert man so einen Kack? Oh ne, der rutscht da runter. Ich wollte auf die Kante rauf. Vielleicht von oben. Da brauchst du einen langen Arm für, ne? Ich weiß es nicht. Mit einem Auto komme ich hier auch nicht hin. Typisch Scoom, ne? Nicht mal ins Schrank bauen geht hier, ey. Und ist ja der Brett. Wir kommen einfach nicht ran, angezeigt wird es auch nicht. Nee, du kannst einfach nicht steuern, gar nichts, ne? Der bewegt sich nicht in der Luft. Oh Mann. Das ist ja ein Scheiß hier, oder? Leute, ihr seht's, pure Verzweiflung. Wieso zeigt er mir das denn jetzt nicht an? Spiel, was soll denn der Kack hier, Alter? Da musst du das doch anzeigen, da. Soll nicht sein, ne? Ich soll einfach kein Spindchen rüber bauen können, Leute. Das kann alles nicht euer Ernst sein. Be. Jetzt, ne? Oh, Digga, ey. Unfassbar, oder? Damit. So. 14 mal Schrauben und dann 14 mal nach diesem komischen Koffer da. Mal gucken, das haben wir doch hier irgendwo gehabt. Ne? Hoffentlich ist da was drin, ne? Ja, passt. Brauchen wir noch Schrauben? Los. Okay, das Essen hier oder was? Also geht es so unheimlich langsam die Treppen hoch. Wieder reparieren, hier alles kaputt. Dann brauchen wir hier noch so ein Reinigungsgedöns, ne? Um das Ding zu reparieren. So, ist überhaupt jemand online? Lass mal sehen. Ne, ich bin ganz alleine. Welcher Platz? 43. Oh, das wird immer schlimmer. Am Anfang haben wir uns so wacker gehalten, ne? Der Wagen ist aufgerollt. Oha, wo hat Lea meine Sachen? Ich hatte hier doch meine Sachen reingemacht. Ist das das hier oder was? Immer SOS. Lea. Oder hatte ich, nee, hier hatte ich das reingemacht, ne? Ich Töffelchen. Da sind meine Sachen. Die will ich ja in den Spind reinmachen da. Ziehen. Ja toll, jetzt fehlen hier Nägel oder was? Wuhl. Ja, kurz schlabbern. Mahlzeit. 12.30 Uhr ist es so. Wir haben online knapp 30 Spieler in der Woche haben wir. Pibo! Nee, PD. Pibo, das Konkurrenz gekriegt, der ist PD.
Oh, das ist eine ganze Horde. Sonst sind die immer so schreibfaul, ne? Ja, doch, heute sind sie ein bisschen schreibfreudiger anscheinend. Oh, guck mal, hier haben wir die Dinger, die wir brauchen. 14 hier. Den Karton müssen wir leer machen. Ich will ja wenigstens nur einen Lagerschrank haben und dann ist gut. Das Rausholen geht auch schneller. Warte mal eben kurz, das können wir mal eben kurz machen. Da müsst ihr hier so ein Arschklatschbrett machen. Wo ist es denn? Arschklatschbrett. Oh, Digga, Alter, jetzt hat er braucht da wieder eine Axt für, ne? Ich hasse manchmal das Bauen hier. Holz. Hier, das Ding müsste reichen hier, ne? So, nehmen wir eine Axt. Ein Brett. Dann können wir ein Arschklatschbrett bauen. Dann zeige ich euch nochmal eben kurz in dem Video, wie man das schneller auspackt, diese Nägel. Kannst auch Schrauben schneller auspacken. Also du brauchst so ein blödes Arschklatschbrett hier. Oh, Digga, Alter. Hier ist ja schon wieder alles voll weg mit dem Kack hier. So, also das Ding packen wir jetzt mal da an. So. Also aus dem Brett machst du den Arschklatschbrett. Das hier ist das Arschklatschbrett. Und dann nimmst du ein Nagli raus. Der muss hier auch rein. Also Arschklatschbrett, Nagli. Kann auch eine Schraube sein. Je nachdem, was du auspacken willst, ne? Dann packen wir noch einen aus und dann machen wir den rechte Maustaste untersuchen und klicken dann hier auf die Keule hier. Die Keule, also das Aschklatschbrett mit Nägeln halt, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir müssen dieses Menü resetten. Versteht ihr, wie ich meine? Das muss resettet werden. Dann musst du das nochmal machen. Hier ist es ausgewählt, nicht draufklicken. Und dann hier. Ein Nagel. Zwei Nagel. Drei Nagel. Ich kann euch das zeigen. Hier sind die Dinger. Na, habt ihr kapiert? Und das geht auch mit Schrauben. Im Moment packe ich ja Nägel aus. Weil dann braucht ihr nicht immer richtige Maustaste. Das dauert ewig, ne? Also, Arschklatschbrett. Ein Nagel. Die beiden Dinger müssen immer da sein. Die dürft ihr nicht verbauen oder so. Die müssen immer in euren Rucksack sein. Dann, danach eine Schraube oder Nagel. Auspacken. Das muss markiert sein. Dann geht ihr zurück. Rechte Maustaste. Untersuchen. Und jetzt wisst ihr, jetzt packt er aus. Normalerweise würde er ja das Ding jetzt ja bauen, ne? Mit Nägeln. Das macht er aber nicht. Er packt einfach die Nägel aus. Und das erkennt ihr daran, dass das so schnell geht. Seht ihr? Jo, unheimlich schnell macht er das. Und das kann ich jetzt ganz schnell drücken. Und erst am Ende, er hat ausgepackt, die Packung. Deswegen geht's nicht. Und er macht auch das Brett nicht. Wenn wir jetzt daneben drücken und nochmal hier rauf, dann macht er das Brett. Guck an. Das dauert lange. Ich brech's aber ab. Weil dann benutzt er das Ding hier. Weißt du, wie ich meine? Dann benutzt er die beiden Dinger. Das wollt ihr ja nicht. Ihr braucht die ja nur zum Auspacken. Ich hoffe, der ein oder andere hat wieder ein bisschen was gelernt. Denn, liebe Freunde, wir von der LP-Schmiede haben natürlich auch, so sehen wir uns zumindest, einen kleinen pädagogischen, wertvollen Anteil hier in meinen täglichen Videos. Achso, hier kannst du auch Steuerung F, glaube ich, ne? Oder irgendwie was. Oder Alt F oder Alt E. Warte mal, ich habe ja bei mir ist die Steuerung verändert. Bei mir ist die Steuerung anders, Leute. Deswegen geht das nicht so. Also hier gibt es eine Tastenkombination, da knallst du alles gleichzeitig rein. Die ganzen Dinger. Und wenn du es einzeln machst, dann hört sich es halt so an, ne? Kannst aber auch mit einem Tastendruck alles gleich reinmachen, ne? Dann brauchst du nicht immer so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich glaube, Steuerung F oder müsst ihr mal ausprobieren, weil ich hab meine Tastatur verändert, deswegen geht das jetzt wohl nicht mehr so bei mir. Aber in der Original-Scum-Tastatur wäre das so. So, das packen wir zurück in den Spind. Wir können das Ding, glaube ich, auch reparieren, oder? Ne, da brauchen wir einen Schleifstein für. Habe ich noch einen? Ne, da habe ich Wolfi gegeben, den Schleifstein. Oder? Ja, der ist nicht da. Ist auch Wurst. Wohl. Ja, also so funktioniert das. Mit diesem geilen Arschklatschbrett. Deswegen würde ich immer so ein Arschklatschbrett da lassen.
Und hier kann man dann noch einen Stapel Bretter machen, das hier zum Beispiel. So. Da unten war ja ein Schrank Holz, ne? Kann ich das direkt gleich mal reinballern? Ütsch, Orientierungssinn verloren hier. Das war doch hier irgendwo, ne? Das ist der Vorteil, wenn du so einen Baum im Haus hast. Ach so, hier sind die Werkzeuge drin. Naja, gut, ich mach das mal so. Arschklatschbrett mache ich auch gleich rein, dann wissen die Bescheid. Ja, hier unten. So, liebe Freunde, ihr seht's. Ihr seht's. Babs, einfach rein shaben. So, und dann brauchen wir noch Theoretrettich. Na, jetzt habe ich es weggepackt, ne? Ein Schloss. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht. Ich brauche ja ein Billigschloss. Wir sind ja in der Safe Zone, da kriege ich das kleinste Schloss. Aber wichtig ist halt, dass ihr ein Schloss habt, ne? Ach so, Werkzeugkoffer muss ich ja noch holen. Um Gottes Willen, Leute, und wieder runter. So, Billigschloss machen. Wo ist er denn? Ach, ich sehe das immer nicht. Da. Aber 30 Minuten bald gebraucht hier für einen dummen, dusseligen Schrank zu machen, ey. Ha. Ja, gut, das ist jetzt auch nichts mehr hier, ne? 6 Einheiten nur noch, lohnt sich kaum. 550 Punkte. Mindestens musst du, ich glaube, du musst mindestens 600 haben, oder? Ja. 650 musst du haben, um in der Lit Top 30 hier zu sein oder Top 25. Junge, also gewöhnt euch an, gleich 700 Punkte zu haben, um hier in die Liste zu kommen. Ja, ihr seht's, ne? Wir werden immer mehr Spieler und ja, wir sind auch hier auf Platz 2 gefallen. Trupp Bravo, wer immer das ist. Der hat eine Menge Punkte über uns, quasi. Ja, mal gucken. So, Ründer. Wenn das Schloss drin ist, könnt ihr es umbenennen. Und wir stellen das auf Boss. So, und hier können wir tatsächlich vernünftige Symptome einleiten. Insofern wir zum Beispiel hier meine Waffe da reinballern können, ne? So, dass wenn ich den PvP will, Action haben will, so, ne, auf Spieler ballern hier, dann nehme ich das Set hier. So stelle ich mir das vor, so solltet ihr das auch machen. Eine Burg, ein Schrank reicht ja, mehr braucht ihr gar nicht. Ihr braucht gar nicht so viel. Da ist Reserve-Ausrüstung drin. Mein Reserve-Set ist ja im Wagen, das müsst ihr gleich holen. Ja, und dann packt ihr das rein in euren Schrank, in der Safe Zone. Und dann, wenn ihr Bock habt, wenn ihr hier Langeweile habt und so, dann traut ihr euch zu diesen anderen Loot-Spots, ne? Und dann nehmt ihr die PvP-Ausstattung von euch aber mit, ne? Also für den Fall der Fälle, dass da jemand ist, dass ihr den wegholzen könnt, ja? Wohl. So. Ich das Ding hier rein. Ja. So, das baller ich hier auch noch mal in kurz rein. Das ist so. Das funktioniert gar nicht, Alter. Was soll sowas denn? Ne, Holz. Also das passt dir. In den Schrank passt das Gewicht gar nicht rein. Ja, also dann kann es kein Holzschrank sein. Das ist zu klein. Da sollten sie das nochmal umbenennen. In Werkzeug oder irgendwie sowas, ne? So, wir holen unsere Klamotten, das war ja der Sinn des Zwecks. Ja, die habe ich ja zwischengelagert hier in den Benzinkanisterschrank. So, guck an, so eine Banditenausrüstungssymptomatik. Das hier. Hier geht wieder gar nichts, ne? Wohl, ist das drinne? Ach so, meine ganze. Ach, da ist auch der Zylinder, den habe ich letztes gesucht. Lol. Okay, komm mal mit jetzt hier. Wir wollen mal nicht da unten die Leute verwirren mit den eigenen Klamotten, ne? Und jeder sollte einen Privatschrank für sich selber haben, ne? So machen wir das zumindest. Jeder hat immer einen Privatschrank. Da könnt ihr auch so einen großen hier nehmen, scheiß drauf. So viele Schränke wie früher brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja das Handelssystem, ne? Ganze Schrott, den ihr nicht braucht, sofort zum Händler bringen, verkaufen, dann ruckelt der Server auch nicht so, dann leckt das nicht und so. Und dann kauft ihr euch nur diese Sets, die ihr wirklich haben wollt. Ja, das ist ja das klasse System hier.
Wieso ist der denn immer unten, Mann? Bleibt da mal oben. So, wir machen hier unsere geilen Klamottis hin. Ne? Nein, verkehrt rum. Das muss schick aussehen. So. Dreher muss ich mir nochmal holen. Dreher. Ja, und dann haben wir hier noch was doppelt. Könnte ich beim Chinesen verkaufen, oder? Bei dem Antibiotics. Oder haben wir einen Medizinschrank unten? Dann packe ich das da rein. Für die Leute. So, ach so, ich habe ja meinen Rucksack noch hier in der Hand. Guck an. So, da ist auch noch Geld drin, Leute, ey. Also, ich muss da mal einen Schrank, ein Ding jetzt draus machen. Das hat ja sonst keinen Sinn im Zweck. Oh, hier, guck mal, hier ist noch ein Schraubendreher. Ja, den könnte ich dann gleich als Reserve hier irgendwie so reinpacken, ne? Die Pins auch quasi. So. Hoppa. Ja, so tüftelt man denn hier rum, Baskum, ne? Man ist auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ich habe damals schon davor gewarnt, dass die Entwickler das nicht so übertreiben sollen, ne? Mit diesen Dingen hier, mit diesem Metabolismus und dem Vitamin und der ganze Scheiß, ey. Da hat, glaube ich, wirklich keiner Lust drauf, ständig, ne? Sich da so um den Kram da zu bemühen. Du hast ja jetzt schon bei jedem, fast jeden Schlag, ne? Weiß ich, 95% kriegst du um eine Blutung, das nervt dann auch. Also, dass du ständig dich um deinen Charakter kümmern musst, dass du gar nicht mehr spielen kannst, ne? Dann ist das nur noch ein Charakter-Körpersimulation, Simulation oder sowas. Aber wenn man so in Real guckt, kümmern wir uns auch nicht die ganze Zeit immer ständig um den Körper, ne? Also, das ist Blödsinn hier mit diesen. Also mit diesem Metabolismus und so. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Habt ihr so eine Anzeige irgendwie? Ja, ist das scheißegal. Wenn du Hunger hast, frisst du, ey, und dann ist gut halt, ne? Aber sonst diesen ganz anderen Kram hier, ich hätte das abgespeckt. Kostet nur Ressourcen. Die ganzen Dinger. Deswegen ruckelt das wahrscheinlich auch immer auf dem Server ab und zu, ne? Du kommst ja gar nicht gegen an, das ist ja das Spiel. Da können das Server auch nichts für. So, einen schönen Rucksack haben wir gelagert. Darf ich nochmal einen Schalli draus bauen? Ja gut, dann haben wir das schon mal gut aufgeräumt, ne? So, jetzt noch die Panzerweste. Wie krieg ich die denn jetzt hin? Die kann man ja nicht mal in die Hand nehmen. Ja, schöne Panzerweste. Kannst du nicht in die Hand nehmen, ne? Ist da was drin, ne? Nee, die ist leer. Ja, die kann ich nicht mitnehmen, Alter. Dann mache ich, dann ziehe ich die mal im So. Ziehe ich die an. Und dann packen wir die auch hier oben rein. Oh, das läuft so langsam. Heute ist wieder so ein Tag, da rege ich mich über so Kleinigkeiten bei Skum auf. Die natürlich von den Entwicklern noch geändert werden, Leute. Da mache ich mir keine Sorgen. Sonst Gong. Sonst Gong. So, kurz Spaghetti essen. Ja, wir haben es ja nachts. Oh, wir haben es gleich 13 Uhr. Ich muss mir auch mal was zu futtern machen, Leute. So, das ziehen wir wieder an. Oh, hier, die Wurstrolle ist ja auch noch da. Guck an, Junge. Mal kontrollieren. So, ist da was drin? Ja, da sind sogar Pfeile drin. Aber die kann ich in die Hand nehmen. Das ist schön. So, und dann mache ich mir, glaube ich, so eine Gemüsesuppe oder sowas. Also Sellerie, Karotten, was ist da noch drin? Lauch, Kartoffeln, Gemüsebrühe halt irgendwie, ne? Und dann noch eine Cabernossi vielleicht noch da reinschälen. Muss ich mal gucken, ob ich mir das gleich mal fertig mache. Schmeckt auch mal ganz gut, so ein bisschen, ne? So ein Süppchen. So, kann ich das jetzt hier reinpacken? Ja. Juhu. So, guck mal, da haben wir doch wieder eine Menge vernünftige Symptomatik geschafft. Ich bin richtig stolz. Ich habe hier mein Dings hingekriegt. So, jetzt muss ich aber noch, im Grunde noch ein Schild machen, ne? Oder mein Bett muss ich noch mal, Leute. Ich habe noch nicht mal Bett. Mann, wo ist denn das hier? Betty. So, die anderen wohnen ja irgendwie unten, oder? Keine Ahnung. Oder da drüben in der Kirche. Deswegen habe ich hier ein bisschen mehr Platz. So, das muss gerade sein hier. In der Mitte seht ihr. So, das ist da unten.
Oh, ich glaube, so ist gut, ne? Jetzt fehlt wieder die Hälfte, Alter. Drei Nägel. Putzlappen. Habe ich Putzlappen hier? Ach, ich habe gar nichts. Ich habe wieder Armut hier, ne? Toolbox. Reicht diese Box hier? Ach, die brauchte ich gar nicht. Hirsch! Also Federn, Putzlappen, Holz. Ja, Leute, Digga, man kommt zu nix. Robby klopft an, der will hier reinputzen. Oh, ich bin schon wieder viel zu weit hier, ey. Leute, die Folge ist ja gleich schon wieder vorbei. Gibt's doch nicht, die Folge ist jetzt schon vorbei. Man kommt zu nix. Aber immerhin haben wir den Schrank geschafft. Ja, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wa? Den Rest mache ich, glaube ich, heute Abend im Livestream. Ne? Könnt ihr gerne dabei sein. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann bis dann.